Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus der Let's Show Mod-Reihe für Alter IB.NET. Die kostenlose Version von COD6, die bessere Version, aber dazu habe ich gerade eben ein Video hochgeladen, wo ich Alter IB.NET vorstelle. Deshalb, ja, ich schweife schon wieder ab. Es geht hier um den Mod, ihr seht es vielleicht schon hier im Hintergrund. Es ist High-Rise, nur es sieht ein bisschen anders aus von den Texturen her. Den Mod, den ich euch jetzt gleich zeigen werde, heißt CS Warfare. Es wird versucht, hier ein bisschen auf CSS zu machen. Den wird allgemein Counter-Strike. Statt mit Pistolen. Hat das nicht kaufen hier. Wird sie eben Sachen raussuchen. Was will er denn? Ja, dann sind wir hier sowieso. Okay. Dann, was brauchen wir noch? Ein Shotgun. Ja, das wäre es. Drücken wir die 3. Und was wollen wir noch? Wollen wir noch... Das ist ein Öl. Achso, nee, das brauchen wir jetzt hier zum Vorstellen nicht. Okay. So, also das... Was erstmal auffällt, ist... Textur. Die Texturen. Es ist alles extrem hell. Eben CSS Einstellungen beziehungsweise allgemein CS. Was auch noch auffällt, ist die Spielfigur läuft schneller. Ich sprinte nicht, weil die Sprintfunktion gibt es nämlich gar nicht. Die CSS auch nicht. Also ich spreche jetzt immer von CSS, weil ja, Standard. Ja, egal. Das Fadenkreuz ist extrem klein. Bleibt bei jeder Waffe dasselbe. Man kann springen, gerade noch so. Also Messen ist natürlich dabei, weil es halt zu COD zugehört. Ihr seht hier gerade Schalldämpfer, kein Schalldämpfer. Weil das Anvisieren ist hier nicht. Wenn ich Rechtsklick mache, kommt der Schalldämpfer drauf. Wie in CSS eben, wieder Rechtsklick mache, also weg. Ja. Ups, Moment, es laggt ein bisschen. Die Texturen sehen eben komplett anders aus. Da hinten das Wasser, das sehen wir jetzt an Ende nicht. Übrigens auch nicht mit der Waffe, wo man keinen Schalldämpfer drauf zieht. Also an Ende gibt es bei den allerwenigsten Waffen. Hier Wassertextur vom Pool. Ist anders, allein die Map. Ist schon extrem hell. Wer COD6 spielt oder alte IB.NET, der weiß, dass High-Rise etwas dunkler gehalten ist. Ja, ohne Griff, da kommen wir mit der Splash nicht weit. Ja, hinlegen kann man sich nicht, doch kann man sich. Halbwegs, nur kurz. Weil es ja in COD, ich meine in CSS auch nicht gibt. Uah, noch ein gutes Gondel hier ist. Das laggt hier bei mir leicht. Hier unten ist eigentlich immer recht dunkel. Das ist hier fast taghell. Macht es dementsprechend auch leichter Gegner zu finden. Jetzt habe ich plus 100 bekommen. Ne, ins Leben, genau. Eine Lebensanzeige hat man hier natürlich auch. Unten links. Über dem Ranger-Logo. Ja. Das war's eigentlich schon wieder. Ich wollte euch nur mal kurz den Mod zeigen. Ich habe noch weitere geile Mods, aber die kann ich eben nur dann richtig zeigen, wenn eben mehrere Spieler dabei sind. Dazu muss ich einen Server aufmachen oder ins private Match gehen. Aber das Joinen über IP geht bei uns immer noch nicht. Da gibt es einen Steam-Verschnitt, der nennt sich Steam Pro. Da haben wir uns runtergeladen, das war absoluter Müll. Haben Virus mit drauf bekommen und am Ende gingen die Freundesliste auch gar nicht. Also von Steam Pro und die Freundesliste für alte Linien kann ich nur abraten. Absoluter Schrott. Und irgendwie brennt das Ding nicht. Oh, stopp. Ja, Hubschrauber sieht auch ein bisschen anders aus. Es ist alles ein bisschen in der Graustufe drin. Heller, hellgrau.
ja, keine Ahnung, wie ich das schreiben soll, ich meine, ihr seht es ja selber. Und ja, das war's wieder von mir. Ich bin der Pinkholz und ich hoffe, dass wir jetzt wieder Freundesliste bzw. mit dem Join über IP bald gebacken kriegen, damit wir euch endlich die richtigen Mods zeigen können. Ja, und dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal.